Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Wir schauen in den heutigen Item Shop rein. Da gucken wir mal. Hier haben wir den Raptor als allererstes. Und ja, jetzt habe ich gerade den Rucksack drin. So, ja, das Ding sieht ja. Oh, ist ganz okay, würde ich sagen. Finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht mit der Fliegerjacke und so. Da haben wir ja auch gleich schon die Pump-Ammo. Und ja, das Ding kriegt von mir 6 von 10, der Raptor. So, dann schauen wir mal, welche Noten haben wir hier momentan. So, wo ist der Raptor? Also, erstmal da ist er. Und dann müssen wir gucken. Einmal hier ist richtig. So, da ist er, der Raptor. Und da haben wir 4,15 von 5 bei 131 Votes. Am 14. Januar 2018 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 21 Mal 54 Reminders für 2000 V-Bucks. Der Raptor. So, dann haben wir den. Oh, finde ich so geil. Diese Picke finde ich mega kultig. Kriegt von mir 10 von 10. Der Partylöwe. Picke. 10 von 10 für 1500 V-Bucks. Wo ist er denn? Party Animal nennt sich das Ding hier. Und da haben wir hier gleich schon mal 4,52 von 5 bei 23 Votes. Am 7. Januar 2018 das erste Mal drin gewesen. 87 Reminders. So, 20 Mal im Shop. Für 1500 V-Bucks. Dann sind wir schon mit diesem Ding hier durch. Dann sind wir beim Farbenbomber. Und das Teil ist ja schon ewiglich im Spiel. Weiß noch, als ich angefangen habe, da ist er sofort schon damit rumgerannt. Er fand das Ding damals schon mega kultig. Farbenbomber, inzwischen habe ich mich auch schon dran gewöhnt, obwohl es total buntig, knallig, bling bling und da hier mit Einhorn und rosa Regenbogen und so weiter. Rosa Regenbogen und so weiter. Und trotzdem muss ich sagen, ja, inzwischen habe ich mich auch dran gewöhnt und von mir kriegt der Farbenbomber inzwischen auch schon 7 von 10. Ja, wenn wir mal gucken, wenn wir das noch ein paar Monate lang machen, dann kriegt der vielleicht schon 10 von 10, wer weiß. So, also der Farbenbomber von mir hier, wo haben wir den denn? Bright Bomber. Da sind wir dann hier bei 4,31 von 5 bei 84 Votes. Am 15. Dezember 2017 ist erstmal drin gewesen. 231 Reminders. 43 Mal für 1200 V-Bucks. So, dann haben wir hier den Farbenkanonier. Und der Farbenkanonier, der ist auch ähnlich kultisch, sage ich mal. Kriegt von mir auch. Den gebe ich sogar 8 von 10 inzwischen. Im Farbenkanonier. Und das ist der Bright Gunner. Und der hat hier momentan 3,37 von 5 bei 49 Votes. 93 Reminders, 11 Mal im Store gewesen. Für 1500 V-Bucks der Farbenkanonier. Dann haben wir, das Ding ist mega geil, die Regenbogenwuchtpicke. Ey, das sieht so cool, kultisch inzwischen aus. Na, guck mal, das Auge bewegt sich mit. Seht ihr das? Guck mal da. Nach vorne, da guckt er noch da guckt er nach vorne. Das ist wie so die Mona Lisa in Pink hier mit ganz vielen knallischen Farben und einem Regenbogen und einem Einhorn vorne dran und ein Geschirr drum gehängt. Guckt dir da wie die Mona Lisa, guckt einem ständig an. Ne? So, Regenbogenwucht kriegt von mir als Picke 10 von 10. Finde ich geil, das Ding. So, das finde ich auch mega kultisch. Ist mega kultisch. Rainbow Smash. Hier, 4,64 von 5 bei 42 Votes. 187 Reminders, 13 Mal im Shop gewesen. So, und dann sind wir hier schon bei dem Farbenballon. Auch das Ding, es ist einfach nur so crazy. Es ist einfach nur so krank, ja. Und ich bin auch inzwischen schon so Fortnite-krank. Deswegen muss ich auch dem Farbenballon hier inzwischen auch schon. Ich bin schon so, ich gebe dem auch jetzt 10 von 10. Ihr habt mich inzwischen so weit. Inzwischen bin ich so,
so psycho, dass ich dem auch schon 10 von 10 gebe, ganz ehrlich. So, der Bright Blimp. Hier, was haben wir da? Für 1200 V-Bucks, 4,18 von 5 Votes, 4,18 von 5 bei 11 Votes. 8 Miners zweimal bis jetzt nur im Shop gewesen, also 1200 V-Bucks. Gucken wir nochmal, wie das Ding aussieht, wenn das aufklappt. So, mega kultig. Ja, dann sind wir hier soweit auch schon durch. Dann haben wir hier den Tai Chi. Ja, der Tai Chi kriegt von mir 8 von 10. Übrigens, by the way, fällt mir gerade mal so auf bei dem Tai Chi. Grüße gehen an alle raus hier, die der Meinung waren, ja, hier, was machst denn du da? Fortnite-Videos? Warum machst du Fortnite? Fängst du an mit Fortnite-Videos? Hast du keinen Battle Pass gekauft? Leute, ey. Also, wer sowas unter ein Video schreibt, der hat echt sich mit unserem Kanal keine 5 Minuten beschäftigt. Ja, sorry, tut mir leid, aber. Deswegen, ich mache jetzt in Zukunft immer den Account rein, dass keiner denkt, hier, was macht der? Der keine Battle Pass und macht Video oder was? Hey Leute, ehrlich, ohne Witz. Also, das war der Oberknüller, als ich das gelesen habe. So, also sorry. In Zukunft immer mit dem Account hier. Ja, Tai Chi, fehlt jetzt noch die Note. Gucken wir mal rein. Tai Chi. Da haben wir das hier. Das ist jetzt 3,42 von 5 bei 12 Votes. Am 19. November 2018 das erste Mal drin gewesen. Viermal seitdem 32 Reminders. Für 500 V-Bucks der Tai Chi. So, da haben wir die Sturmtrooperin. Und ja, da wisst ihr, jetzt gehen unsere Meinungen ganz gewaltig auseinander, weil ich finde die überhaupt nicht gut. Ja, und ich weiß, ihr fahrt voll darauf ab. Sturmtrooperin für 800 V-Bucks. Von mir kriegt die 3 von 10. Und jetzt knallt es gewaltig. Jetzt geht es sowas von auseinander mit unseren Noten. Das wird jetzt richtig gewaltig werden hier. So, hier Sturmtruppe, Assault Trooper, 4,07 von 5 bei 58 Votes, 179 Reminders. Seit dem 31. Oktober 2017 drin, 19 Mal. Für 800 V-Bucks die Sturmtrooperin. So, jetzt gehen wir erstmal hier rüber zum Erderschütterer. Nochmal, Erderschütterer. Für 200 V-Bucks, der Erderschütterer. Und der kriegt von mir, den habe ich sogar auch. Ich finde den nämlich richtig cool. Ja, kriegt von mir 9 von 10. Der Ground Pound nennt sich das Ding. Und da haben wir 3,64 von 5 bei 14 Votes. Am 5. Januar 2019 ist das erste Mal drin gewesen. Dreimal seitdem 31 Reminders. Ich finde das Ding kultig. So, dann sind wir bei der roten Verteidigerin. Jetzt könnt ihr mal oben in die Ecke reinschauen. Da habe ich dann nochmal ein anderes Video dazu mit der Stilvorschau. So, rote Verteidigerin. Jo. Ist doch ein Schnuckelchen, oder? Rote Verteidigerin kriegt von mir. Guckt einfach ins andere Video. Jetzt gucken wir hier. Scarlet Defender. Schauen wir mal, wie sind hier die Noten. Scarlet Defender. 4 von 5 bei 48 Votes. 110 Reminders. Am 6. April 2019. Ist ja heute. So, 25. Februar 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 22 Mal. Das Ding ist echt cool. So, und jetzt sind wir bei der neuen Lackierung. Den Goldschuppen angelangt. Und ich bin der Meinung. Stelle deinen Stil zur Schau, Teil des Schlangengrubes-Sets. Und ich bin der Meinung, das Ding sieht bestimmt geil aus. Ich habe es noch nicht angesehen, aber jetzt gucken wir mal. So, also erstmal hier diese Kanone. Mega, finde ich. Sieht mega geil aus. Hammer. Das ist cool. Das gefällt mir. Hier. Wow.
mein lieber Scholli, ey. Das Gewehr sieht auch kultig aus. Die Pump hat's in sich, ey. Geil. Geile Pump. Ey, das sieht richtig krass aus. Ey, das sieht mal richtig krass aus hier. Hammer. Wahnsinn. Und das ist natürlich auch geil, ne? Auch das. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, hier auch, oh, die Pistole. Alter. Für 500 V-Bucks Goldschuppen. Ich glaube, habe ich überhaupt jemals schon mal, ich glaube, wir hatten Magma gehabt und ich glaube, bei Magma hatte ich 9 von 10 gegeben. Das Ding hier kriegt von mir auch, ich glaube, ich gebe dem auch 9 von 10. Goldschuppen kriegt von mir auch 9 von 10. Ich denke, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Deswegen kriegt es jetzt noch keine 10. Doch, ich gebe dem, na, ich gebe dem 10 von 10. Goldschuppen finde ich echt, ich finde das Ding cool. 10 von 10 hat bis jetzt noch keine Benotung. 18 Reminders. Ja, Leute, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, schaltet nächstes Mal rein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, wenn ihr mal geil schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.